Und schon wieder zurück bei Drakensang. Und wir stehen vor der nächsten Krypta, die wir jetzt auch noch säubern müssen. Ein paar sind's noch. Aber ich glaube, es sind auch nicht mehr so, also es wird auch nicht mehr so viel sein. Ne? Dann haben wir die ganzen Sümpfe hier auch abgeschlossen. Was ich interessant fand, das habe ich in den Kommentaren just was. Achso, stimmt, die Mühlschratte waren ja hier. Habe ich in den Kommentaren just vor einigen Augenblicken erst gelesen, dass der Dorfbüttel hier, der hätte auch überleben können, wenn man die Geweihte zuerst rausgeholt hätte und dann mit ihr zusammen den Weg entlang gelaufen wäre. Also, ich finde das schon ganz spannend, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, wie man verschiedene Dinge hier lösen kann. Das war für damalige Zeiten absolut ungewöhnlich. Also, das muss man ja mal sagen, ne? Die meisten Rollenspiele zu dieser Zeit auch noch, aber das war 2008, die waren relativ linear. Also, da war ganz klar, Quest startet bei A, geht bei B weiter und endet bei C, so wie es geplant ist. Und zwar in einem Durchlauf. Da war kein, du kannst aber noch zu C und zu D und zu X und zu Y. Und theoretisch, wenn du M noch machst, dann kannst du auch noch N sehen. Also ich ziehe immer wieder meinen Hut. Ich ziehe immer wieder meinen Hut vor dem Einfallsreichtum und der Kreativität der Macher von Drakensang. Es ist einfach von vorne bis hinten und auch der zweite Teil ein grandioses Spiel. Und ich weiß, ich wiederhole mich. Aber vielleicht kennt ja einer von euch die Entwickler von damals noch oder kann ein gutes Wort bei den Leuten einlegen, die heute DSA vertreiben. Bitte einen dritten Teil! Oh Gott, einen dritten Teil so... Frag doch einfach mal CD Projekt Red, ob sie so ein vielleicht so ein Witcher? Halt nur im Drakensang, Gott, im DSA-Universum. Wäre das vielleicht möglich? Kriegen wir das irgendwie hin? Boah, Ich würde, glaube ich, einfach mal die Realität für diverse Monate zur Seite legen und mich einfach mal ganz auf das Spiel konzentrieren. Das ohne jeden Zweifel. Boah, wenn... Ja, also mit den heutigen Möglichkeiten so ein Spiel rausbringen. Ach, das wäre so schön. Ich würde mich so freuen. Also es ist jetzt längere Zeit nichts mehr im DSA-Universum rausgekommen. Das Einzige, was jetzt ja in Kürze nochmal rauskommen soll, ist so ein bisschen so ein Hack-and-Slay-Ding. Was jetzt natürlich auch... Die haben sich genau den richtigen Zeitpunkt für sowas ausgesucht. Ne? Einerseits schön, dass sie es machen. Ich werde es mir auch angucken, definitiv. Weil es, auch wenn es ein Hack-and-Slay-Abenteuer ist, so ein bisschen Diablo-mäßig. Ach, guck mal hier. Auf einmal geht's auf. Alles klar. Da sind zwei verschlossene Truhen drin. Die Sache ist nur, die haben das jetzt angekündigt. Und gestern Abend auf der BlizzCon. Mal jetzt rate mal, was da angekündigt... Aua. Zwei Dukaten? Na, immerhin. Steh mal wieder auf. Alles ist gut. Simulier doch nicht so. Ja, gestern Abend auf der BlizzCon, rate mal, was angekündigt wurde. Diablo 4, natürlich. Just in dem Moment, wo die ihr DSA-Hack-and-Slay-Ding machen wollten. Ewigkeiten nichts gewesen mit Diablo. Und Nummer 3 Dukaten. Yes. Und jetzt natürlich genau in dem Augenblick kommt dann, ganz ehrlich, im Vergleich zu einem Diablo 4. Da wird der DSA-Ableger von Hack'n'Slay einfach nur... Ja, sie haben sich einfach keine gute Situation dafür ausgesucht, das zu tun. Das ist... Ah, die Musik hier schon wieder, dieser Chor, der da immer singt. Ich finde das so wundervoll. Das ist so großartig. So, und jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich habe in den Kommentaren gelesen, angeblich soll hier irgendwo im Sumpf sollen noch zwei Fässer rumstehen, in denen Horden von Dukaten rumlungern. Da müsste ich jetzt, also wenn das wirklich so viele sind, dann müsste ich ja jetzt ganz dringend nochmal gucken gehen. Da müsste ich nochmal ganz dringend gucken gehen. Wir reinigen jetzt die Grüfte und dann werde ich mich, glaube ich, nochmal ein bisschen hier genauer umsehen, in der Hoffnung, dass wir diese Fässer finden können. Ich bin zwar noch nicht so überzeugt, weil zwei Fässer mit jeweils 100 Dukaten drin, das wirkt mir ein bisschen viel... Aber vielleicht finden wir sie ja. Ich nehme die Sache in die Hand. Meine Rache. Und dann trifft sie nicht mal. Und dann trifft sie nicht mal. Da macht sie so einen Aufriss. Und dann trifft sie nicht mal. Alle mal hergehört. Für die Königin. Für Rondra. Aua! So. Ich wollte gerade sagen, der wird uns doch jetzt hier nicht fertig machen.
Und damit ist die Reinigung der Grüfte abgeschlossen. Ich denke mal, das müsste jetzt eigentlich die letzte gewesen sein. Hier haben wir auch schon alles geplündert. Ja, da war ich fleißig. Da habe ich nicht mit Aufmerksamkeit gegeizt, wenn es ums Plündern geht. So, das bedeutet, wir können da unten runter. Boron-Tempel, Gasthaus. Was war denn nochmal im Gasthaus? Waren das die Wegelagerer, die wir da... Ja, das könnte gewesen sein. Was ich jetzt mache, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Cut hier für euch, 2 Sekunden lang. In der Zwischenzeit werde ich mal eben gucken wegen der Fässer, weil ich meine... ich hätte hier soweit schon alles abgelaufen. Es kann natürlich sein, dass hier noch irgendwo ein Geheimgang ist oder sowas. Da wäre es mir auch nicht so schade, mal ganz kurz zu gucken, ob man da nicht irgendwie einen Hinweis zu finden könnte, weil die würde ich schon gerne mitnehmen. Vor allen Dingen würde ich sie gerne zeigen, wenn sie wirklich hier sind. Dann sehen wir uns in 2 Sekunden wieder und dann sind wir hoffentlich schon deutlich reicher als vorher. Das ist ein schöner Platz, um... Die Heldengruppe betrachtet das Moor, das sie vor kurzem erst mittels Waffengewalt befriedet haben. Na gut, in 2 Sekunden bin ich wieder da. Ein kleiner Augenblick. So, das sind wir auch schon wieder. Und das erste Fass befindet sich tatsächlich hier, zumindest soweit ich mir das habe sagen lassen, auf einer Insel, die ich sonst nie entdeckt hätte, weil hier oben ist noch so ein ganz kleiner Abschnitt, wo man noch hingehen kann, von dem ich aber nicht gedacht hätte, dass man hier hingehen kann, weil das eben hinter diesem Wasser liegt. Und da schauen wir jetzt direkt mal rein. Ja, oh ja, oh, Blattgold, oh. Oh, oh, oh. Was man nicht alles abseits der Wege finden kann. Oh ja, da findet man noch einiges. Und ich weiß auch schon ungefähr, wo das zweite Fass sein soll. Hier waren übrigens diese komischen, noch mehr von diesen Krabben, die ich jetzt einfach schon mal besiegt habe. Und soweit ich das gehört habe, beziehungsweise lesen konnte, ist es eine variable Anzahl von Münzen. Das heißt es... Was? Da kamen die her? Jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert. Warum sind hier so viele Harpien noch? Das dürfte eigentlich gar nicht der Fall sein. Wo kommen die denn her? Wir sind doch hier 1000 Mal vorbeigelaufen. Das, ja gut, wir töten sie einfach. Gibt noch ein paar Harpienfedern, können wir eventuell später noch ganz gewinnbringend zu Bolzen oder Pfeilen verarbeiten. Ja, und das zweite Fass nehmen wir natürlich auch noch mit. Bei sowas, ne, wie gesagt, danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis nochmal, dass, also man könnte jetzt sagen, das ist Spoiler. Aber ganz ehrlich, erstens, das Spiel kennt eh schon jeder in- und auswendig, den es interessiert. Und zweitens, fällt mir gerade auf. Zweitens, sollte ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen, bevor ich hier die ganze Zeit rumquatsche, dass Fexlin gleich tot ist. Amazone voraus. Zum Angriff. Das kam zu spät. Ich mach das schon. Okay, ich habe nicht aufgepasst. Das war mein Fehler. Weil ich wieder am Quatschen war. Das ist ein großes Problem tatsächlich, wenn man die ganze Zeit am Quatschen ist. Dass man nicht so richtig auf den Kampf achtet. Da sollte ich mir abgewöhnen. Wenn ich kämpfe in Zukunft, versuche ich möglichst ruhig zu bleiben. Und versuche mich auch tatsächlich auf das zu konzentrieren, was ich da gerade eigentlich tue. So, ich mach das schon. Ich glaube, weitere Kämpfer werden wir hier aber nicht haben, deswegen ist es gar nicht so dramatisch, dass sie jetzt diese kritische Wunde hat, das können wir überstehen. Ach ja, ich habe auch gelesen, dass das anscheinend ein Fehler oder ein Bug ist, dass man diese, dass man die Kröten diese Sumpfkröten da, dass man die nicht plündern kann oder ausnehmen kann, aber gut. Gibt ein Community-Patch dazu, aber da müsste ich jetzt gucken. Andererseits, naja gut, die Kröten, was geben sie uns schon, wahrscheinlich haben die 10.000 Dukaten bei sich. Ich sehe es doch schon vor meinem geistigen Auge. Naja. Wir werden schon klarkommen ohne den Krötenloot, bevor ich jetzt hier noch irgendwas installiere, was mir nachher das Spiel ein bisschen zerschießt und ich nichts mehr aufnehmen kann. Das wäre auch doof. Und hier ist wieder so ein Weg, ne? Und wir haben ja schon gesehen, da, Totenkopfinsel, da war ich auch noch nicht drauf. Ich konnte mir das nur entgehen. Oder war ich da schon drauf? Nee, da war ich noch nicht drauf. Definitiv noch nicht. Da liegt auch noch was. Nee, das... Ach, hier komme ich auch nicht rüber. Wie kommt man denn da rüber? Moment, da muss man rüberkommen. Hier ist noch ein Bootshaus, das habe ich auch nicht gesehen. Da kommt man auch nicht hin. Na, das Spiel versucht mich von hier fernzuhalten, aber ich werde nicht aufgeben, bevor ich nicht darüber gekommen bin.
Also in das Haus kommt man höchstwahrscheinlich nicht rein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gibt es denn noch von der anderen Seite, wenn wir jetzt theoretisch von hier aus versuchen würden, so da drauf zu kommen oder hier? Das könnte funktionieren. Probieren wir das gerade mal aus. Huch, bin ja im Mikro gekommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Das Mikro ist sehr, sehr anfällig, was Berührungen betrifft. Da wird es sofort einen großen Boom. Ne, man kennt das. Aber dafür ist es ja extra aufgehangen in so einer Spinne. Habe ich mir damals extra besorgt, so eine Spinne, damit alle, also diese so eine Mikrofonspinne, damit alle Bewegungen und alle Erschütterungen nicht in das Mikro übertragen werden. Das soll angeblich dabei helfen. Ob das jetzt wirklich funktioniert, das habe ich so noch nicht rausgefunden. Warte mal, geht's von hier? Ich will auf diese Insel, die ist auch nicht umsonst da. Guck mal, da wachsen sogar Kräuter. Das heißt, man muss da rüberkommen, aber hier kommt man auch nicht rüber. Man muss da irgendwie rüberkommen. Vielleicht von der Dorfseite aus, vielleicht von da. Das könnte... stand hier nicht eben noch der Milizionär? Ist er auf einmal weg? Ach nee, da stand er. Ach, guck mal hier. Hier geht's rüber. Das war so klar, dass ich hier nicht raufkomme. Das war so klar. Und ich bin auch tatsächlich so froh, wenn wir aus Moorbrück raus sind, dass wir wieder ein paar Gegenden erleben, wo ein bisschen die Sonne scheint. Wo die Felder grün sind, so wie in Avestreu. Das war schön. So, und hier irgendwo in einem Gebüsch. Oh, hier gibt's... Sanja. Ja. Feja Tara Gra. Ja. Ja. Und das mit einem kaputten Charakter. Ich bin so glücklich gerade. Ich kann vor Glück kaum die Füße zusammenhalten. Das ist ja großartig. Ich habe gesagt, ich bleibe ein bisschen ruhiger, wenn ich kämpfe, damit ich ein bisschen konzentrierter kämpfe. Aber warum habe ich die denn nicht schon von weitem gesehen? Meine Güte, die haben uns ja überfallen wie nix. Und dann gleich so viele. Warum auch immer. Ach, geschafft. Und das ist trotz der Tatsache, dass unsere gute Fexlin eigentlich der schwerwiegenden Probleme nachhängt, die ihr kürzlicher Tod mit sich brachte. Allein dieser Satz ist schon ein bisschen krude, aber wir befinden uns ja bei DSA. Niemand stirbt hier, also außer Plot-Charaktere. Ach, das waren direkt beide. Ach, die habt direkt beide geerntet. Ja gut, okay, sag ich nichts zu. So, wo ist denn aber jetzt hier das Fass, von dem die Rede... Ich speichere mal gerade ganz kurz. Wo ist denn hier das Fass, von dem die Rede war? Da unten ist noch ein Krötenschemel, den könnten wir auch mal mitnehmen, für alle Fälle. Soll sich ja angeblich auch relativ teuer verkaufen lassen. Sehr schön. Und da ist auch immer nur einer von dabei. Da ist das Fass, von dem die Rede war. Und nur ein paar Knochen. Toll. Oh ja. 26 Blattgold. Oh ja. Abseits der Fässer liegen, umso wertvoller der Inhalt. Verrücktes Moor. Das ist wahrlich ein verrücktes Moor. Da gebe ich hier vollkommen recht. Und bedenkt man den Wert des Blattgoldes da drin und der Edelsteine und so weiter und so fort. Ja, dann kommt das, glaube ich, schon hin mit dem Insgesamtwert von rund 100 Dukaten. Das könnte hinhauen. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen ordentlichen Vorrat an Blattgold. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vielen, vielen Dank für den Hinweis. Da wäre ich glatt komplett dran vorbeigelaufen. Mal abgesehen davon, dass ich komplett an den Skeletten hier vorbeigelaufen wäre, die ich auch nicht hätte
getötet, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir noch nach Fässern suchen müssen. Hoffentlich passiert nichts. Barbaron. Na, jetzt ist alles gut. Jetzt habe ich alle umgebracht. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Jetzt kann es nur noch besser werden. Es kann nur noch besser werden von jetzt an. Wobei, sagen wir mal ehrlich, hier in dem Dorf kann eigentlich nichts mehr besser werden. Das Dorf ist hinüber. Hier will doch keiner wohnen. Habe ich jetzt eigentlich den Schatz gefunden? Nee, ich muss die Schatzkarte... Stimmt, ich muss die Schatzkarte hier erstmal zu ihm bringen. Oh Gott, das habe ich ja auch nicht gemacht. Oh nein. Das heißt, ich muss gleich nochmal ins Moor. Ausgerechnet mich, den guten Schotter hier, hat man bestohlen. Bis auf den letzten Heller. Es war diese Frau, Talia, oder wie sie heißt. Ihr wart doch mit dieser Diebin zusammen. Ich sah sie noch in Richtung alte Mühle flüchten. Wenn sie dort durchs Moor zu entkommen versucht, ertrinkt sie womöglich und all mein Geld ist verloren. Ihr müsst sie aufhalten und die Beute zurückbringen. Mhm. Diese kleine... Na gut, ich werde ihr nachstellen. Noch mehr? Einen frischen Humpenbier? Also so sehr ist es, soweit ist es dann noch nicht hergeholt gewesen mit ihrem Sinneswandel. Und wie geht es voran mit der Suche? Wir haben den Schatz noch nicht gefunden. Die Schatzkarte besteht aus lauter Reimen und ein Teil fehlt leider. Vertraue euch, denn wer unsere Morlinde rettet, der kann den Schatz bestimmt finden. Mehr als dass ihr euch bemüht, kann ich nicht verlangen. Wenn der Schatz verschollen bleibt, dann soll es so sein. Nur gebt bitte nicht so schnell auf. Nein. Könnt ihr mir bei den Reimen helfen? Da bin ich bestimmt der falsche Mann für. Weder reimen noch lesen kann ich. Ein Barde mag da eher von Nutzen sein. Der fehlende Teil, fällt euch ein, wo er sein könnte? Nein. Hab zwar bemerkt, dass die Karte etwas eingerissen war, doch dass ein Teil fehlt. So wichtig ist er hoffentlich nicht. Vielleicht findet ihr das andere Stück noch. Kann ja sein, dass die Verfasser der Karte sie aufgeteilt haben. Aber in Räubergeschichten gehört, dass die sowas machen. Mhm. Es ist noch etwas Schmatz. Ich sollte mir das Ding erstmal ansehen, oder? Hier, Schatzkarte. Gucken, lesen. Wo die drei Schwerter in einer Reihe liegen, folgt nur ihrem Heft. Einerlei, wie hoch Hindernisse sich türmen, schnurgerade immer weiter. Beim vierten dann verweilen und lassen uns von seinem Wort belehren. Das Offenbare ergibt wenig Sinn, doch die Bemerkung am Rande ist weise. Nachdem dies vollbracht, gilt es an neuen Orten Steinräder zu ergründen. Halbe sind ganze, das sollte bedacht sein, sonst endet schnell die Reise. Die Perlenschlange, auf kahlem Stein windet sich in Gift getränkt, sanft gestreichelt an rechter Stelle, lächelt sie den Mutigen an. Dem Toren hingegen, der sie berührt, mit Tod wird er beschenkt. Ja, das sagt mir ja leider jetzt mal überhaupt nichts. Wo die drei Schwerter in einer Reihe liegen, folgt nur ihrem Heft. Warum habe ich die im Questbereich? Na klar, gute Entscheidung. Ich kann auch nur sie anziehen. Wow. Wow. Gewandheitsbonus. Ja gut, okay, das ist wahrscheinlich natürlich irgendwie ein Questgegenstand oder so, aber ich muss mir das mal ein paar Zeiten genauer angucken. Das heißt, ich muss noch dran denken, wir haben noch diese Schatzjagd, die wir machen müssen, bevor wir aus Moorbrück abhauen. Ich hoffe mal, die können wir machen. Ich speichere jetzt gleich nochmal ganz schnell. Ich hoffe mal, die können wir machen, bevor wir jetzt... Oder wir können mit Morlinde reden, ohne dass wir... Da ist die alte Mühle. Dann gehen wir doch erstmal zur alten Mühle und holen die junge Dame da raus, die sich offenbar nicht wirklich verändert hat. Denn jetzt hat sie den Wirt hier geprellt und das ist ja auch nicht viel besser als vorher. Manche Leute bleiben... Ja, wie sagt man immer so schön, der Fuchs... Oh, was war denn da? Ach du, Wolfsratten. Der Fuchs wechselt sein Fell, aber nicht sein Wesen, ne? Das kommt immer wieder hin. Psst, hier drüben. Da seid ihr ja endlich. Wolltet ihr nicht dem Gasthaus die Beute von Speckstein übergeben? Stattdessen habt ihr gleich den nächsten Wirt erleichtert. Ihr müsst mir glauben, ich hatte alles, was von Specksteins Haber noch übrig war, gleich in der Nähe deponiert. Leider war der Fluch schneller als ich und nun ist alles fort. Nur das leere Schmuckkästchen war noch da. Sein Inhalt und einige andere Erinnerungsstücke hat sich der Fluch geholt. Da ich aber nicht wollte, dass meine Lebensretterin leer ausgeht, habe ich kurzerhand für Ersatz gesorgt. Hier, nehmt. Es sollte eure Unkosten mehr als decken. Ihr hustet mit einem Mal nicht mehr so schnell gesundet?
Ihr habt recht. Es lag wohl am Fluch und zum guten Teil sicher auch an meiner Furcht vor ihm. Aber lassen wir das. Wichtiger ist das Gold. Ich will euch nichts schuldig bleiben. Bitte nehmt es. Also beraubt ihr den nächsten Wirt und bereicht mir das schmutzige Gold und eine leere Schatulle. Weshalb sollte ich Diebesgut annehmen, wo ich schon eure erste Beute ihrem Besitzer zurückgegeben habe? Warum müsst ihr nur so ehrlich sein? Wie konntet ihr es nur so weit bringen? Also gut, wenn ich genug Geld beisammen habe, werde ich euch finden. Falls Fexlin der richtige Name von euch ist und ihr den Ferdok ein Domizil oder eine Anlaufstelle habt, nennt sie mir und ihr werdet sehen, dass ich euch nichts schuldig bleibe. Fexlin ist mein richtiger Name und ich wohne im Haus direkt gegenüber vom Praios-Tempel in Ferdok. Ihr könnt es nicht verfehlen. Ich werde dort vorbeischauen. Nur wann, kann ich nicht sagen. Ich bin froh, mich euch anvertraut zu haben, Schwester. Möglicherweise können wir eines Tages gemeinsam auf Tour gehen. Leb wohl bis dahin. Möglicherweise. Leb wohl. Ja, dann ist die Sache mit ihr ja auch geklärt, wenn auch mehr schlecht als recht. Und ganz zufrieden bin ich damit noch nicht und wir wissen nicht, ob sie wirklich zurückkommt oder ob sie nur irgendwas dahergebrabbelt hat. Aber da wir nicht auf das Geld angewiesen sind, will ich jetzt einfach mal der Tatsache vertrauen, dass sie womöglich die Wahrheit spricht und nochmal zu uns zurückkehrt und dann mal gucken, was sie dann bei sich hat. Da bin ich wirklich mal gespannt. So. Was wir jetzt machen, ist mit Morlinde reden, aber ich fürchte, wenn wir mit Morlinde reden, dann ist dieses... Ach, guck mal, hier waren wir auch noch gar nicht. Was ist denn weiter? Habe ich denn so viel verpasst hier? Wo die drei Schwerter? Ich muss noch drei Schwerter finden, aber wo? Einfach nur wo? Das ist die große Frage, die sie mir da stellt. Gut, mit den Ratten, die sind jetzt keine große Gefahr. Nicht mal, wenn wir kaputt sind. Stirb. Sie ist immer so energisch in dem, was sie sagt. Also eine ganze Insel, die ich noch nicht erkundet habe hier unten. Ach, unser Wildschweinchen ist tot. Ich wollte gerade sagen, warum ist denn hier... So, noch ein Kämpfer mehr mit dazu. Den Zauber können wir, glaube ich, auch bei Zeiten wieder aufstufen. Aufsteigen lassen, das wollte ich eigentlich sagen. Weil ich glaube, dann wird das Wildschwein auch noch stärker, weil das wird stärker mit dem Modifikator, also mit dem Modifikator hier unten drunter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, das Hochstufen des Skills des Zaubers sorgt nur dafür, dass er nicht so oft fehlschlägt. Das könnte sein. Da sind aber reichlich Ratten jetzt hier, was ist denn los? So. Ach, das Wildschwein ist schon wieder tot. Ist hier eine besondere Ratte? Wolfsratte. Was ist denn los mit dem Wildschwein? Warum stirbt denn das so oft? Das war doch vorher so stark. Wenn wir jetzt langsam mal zum Ende kommen hier, ich würde gerne noch ein bisschen was von der Insel erkunden. Ah, sehr schön. Ich würde gerne noch ein bisschen was von der Insel erkunden, aber jetzt muss ich sowieso erstmal hier die Ratten mitnehmen. Oh ja. Ja, das wird ja eine zeitraubende Angelegenheit. Aber eine, die nicht desto trotzdem erledigt werden muss. Und das mit großem Erfolg sogar. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht, wofür ich die ganzen Lederbänder brauche. Ich weiß, dass wir hier auch wieder Waffen herstellen können und vor allen Dingen auch Armbrüste, aber... Bislang sind wir sind noch ganz am Anfang des Spiels. Also ich habe das Gefühl, wir sind noch ganz am Anfang des Spiels. So richtig weit sind wir noch nicht gekommen. Also so ein bisschen die zweite Questreihe, die wir jetzt gerade hier gestartet haben. Erfahren, wer ungefähr unser Widersacher bei der ganzen Sache sein wird. Aber ansonsten noch nicht so viel. Und viel gemacht haben wir auch noch nicht. Drachenqueste noch nicht. Hier diesen Typen da von Ferdok noch nicht. Eigentlich noch nichts gemacht. Naja. Mandaya Ioai Banda. Sprich von. So, wäre das auch weg. Jetzt können wir uns die Insel mal angucken. Mal gucken, was wir hier noch finden können. Aber ich glaube, das waren nur diese Wolfs... Aha, Fässer. Genau das, was ich gesucht habe. Achso, ja. Und ich habe auch in den Kommentaren gelesen, jedes Mal, wenn ich auf die Fässer klicke mit der gesamten Gruppe, dann schießen die natürlich auch einen Pfeil auf diese... Oh, Inventar ist voll. Dann schießen die natürlich auch einen Pfeil auf diese Fässer, was natürlich dazu beiträgt, dass
meine Munition drastisch rapide sinkt, aber wie gesagt, allein dadurch, dass wir an Pfeilen und Bolzen, zumindest die normalen, so viel kaufen können, wie wir wollen, mache ich mir darum jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken. Gut, die Insel war jetzt kleiner als gedacht. Da waren jetzt wirklich nur die Ratten drauf und sonst nix. Das irritiert mich ein bisschen, aber sei es drum. Wir müssen dann den Schatz suchen. Schwerter, wo sind denn hier Schwerter? Ah, das hier könnten die drei Schwerter sein. Warte mal ganz kurz. Was ist denn das da unten noch? Das ist auch noch so ein Bootshaus. Kommt man da drauf? Das habe ich gar nicht geprüft. Warte, wir gehen mal davon aus, dass das die drei Schwerter sind. Machen wir einfach mal. Ich gucke mir nochmal gerade das Buch an, beziehungsweise die Schatzkarte. Was habe ich eigentlich hier gefunden? Schmuckschatulle. Stimmt, das war die leere Schmuckschatulle. Wow, Geld. Geld! So. Aha, wo die drei Schwerter in einer Reihe liegen, folgt nur ihrem Heft. Einerlei wie Hochhindernisse sich türmen, schnurgerade immer weiter. Ja, ich glaube, da muss ich vielleicht tatsächlich mal ein bisschen länger suchen. Ich bin mir da nicht sicher. Vielleicht suche ich auch mal zwischen den Folgen irgendwie nochmal so ein bisschen, ein kleines bisschen. Das könnte durchaus sein, aber ja, dann mache ich dann doch lieber erstmal die Schatzsuche, bevor wir mit Morlinde reden, weil ich habe die Befürchtung, sobald wir das tun, werden wir wahrscheinlich aus dem Moor rausgeschmissen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das machen wir aber, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich werde jetzt mal so ein bisschen rumlaufen, gucken, ob ich irgendwelche Hinweise darauf finde, was denn hier gemeint sein könnte mit drei Schwerter. Wobei ich schon so eine Vermutung habe. Das werden wahrscheinlich tatsächlich diese Bäume hier sein. Zumindest wären das jetzt die einzigen drei, die in einer Reihe stehen, egal wie hoch Hindernisse sich türmen. Schnurstracks weiter geradeaus. Aber das kann auch was ganz anderes sein. Das ist ja das Schlimme. Oh Gott. Schatz suchen und ich. Und das mit solchen Hinweisen. Boron-Tempel. Naja. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.